Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Samsung Video Tutorial für die Galaxy A-Serie. Wir haben bereits die Maßstäbe, die beide Geräte gesetzt haben, in der letzten Folge gemeinsam kennenlernen dürfen. Jetzt wollen wir uns gemeinsam mal die Unterscheidung anschauen zwischen beiden Modellen. Seien Sie mit mir gespannt auf die nächsten Minuten. Welche Unterschiede beide Geräte A3 und A5 besitzen, das ist offensichtlich. Das ist erstmal die Größe. Wir haben beim A3 4,5 Zoll und beim A5 haben wir sage und schreibe 5 Zoll. Für alles genau wissen wollen, 12,63 und 11,48 cm. Man sieht ganz deutlich, 0,5 Zoll ist ein bisschen größer das Bild. Nichtsdestotrotz, wenn ich beide gegenüberstelle, habe ich hier ein sehr, sehr schlankes Design unter 7 mm. Ganz genau 6,9 und beim A5 6,7 mm. Nichtsdestotrotz, das wichtigste Argument für sie im Verkauf für den Kunden ist die Kamera auf der Rückseite. Beide haben 5 Megapixel Frontkamera, wunderbar für Selfies zum Schießen, das haben wir schon festgestellt. Auf der Rückseite natürlich die Frontkamera für den Hauptangriff abends im Szeneleben, die ein oder anderen schönen Bilder machen zu dürfen. 8 Megapixel reicht völlig aus für den normalen Gebrauch, beim A3 und beim A5 sogar 13 Megapixel Technologie. Damit kann ich richtig tolle Bilder schießen. Nichtsdestotrotz, hier habe ich beispielsweise gleich einen Prozessor eingebaut, 1,2 GHz, ein 4-Kernprozessor. Das A3 hat 1,5 und das A5 hat 2 GB RAM-Arbeitsspeicher. Ich habe ein bisschen mehr Akkulaufzeit, 2300 mAh. Ich kann einfach länger damit telefonieren und mich unterhalten. Ja, ich komme gleich. Und natürlich 1,9 oder 1900 mAh, fast genauso gut beim A3. Und was beide gemeinsam haben, sie sind wunderschön, haben ein tolles Design und sind unheimlich leicht. Und weil sie so klein und leicht sind, kann man sie auch ganz entspannt verstecken. Und weil sie so klein sind, kann man auch gleich zwei mitnehmen. Ein besonderes Highlight bei der Galaxy A-Serie ist natürlich das neu geschaffene Benutzerinterface. Das hört sich sehr kompliziert an, ist aber sehr, sehr einfach. Wir haben damit die Möglichkeit, je nach Gefühl und Stimmungslage, das Benutzerinterface, sprich den Hintergrund Ihres persönlichen Smartphones, Ihren Bedürfnissen anzugleichen. Wenn ich auf Einstellungen gehe, komme ich direkt auf die Benutzeroberfläche und habe die Möglichkeit, hier hineinzugehen und einfach unter Themen mir einen anderen Hintergrund herauszusuchen. Er kann über klassisch gehen oder auch verspielt. Des Weiteren habe ich die Möglichkeit, neue Klingeltöne und Sounds zu adaptieren. Ich mache das mal hier. Des Weiteren habe ich die Möglichkeiten, auch die Benachrichtigung so wie den Sperrbildschirm zu beeinflussen, ebenfalls auch die Startleiste. Bei den Benachrichtigungsfeldern habe ich die Möglichkeit, hier direkt reinzugehen und gewisse, sagen wir mal, sehr oft genutzte Informationen direkt oben abrufen zu können. Diese Möglichkeiten ergeben sich durch das neu geschaffene Benutzerinterface. Sie sehen, wir setzen bei der Galaxy A-Serie komplett neue Maßstäbe. Somit ist für jeden trendbewussten Nutzer etwas dabei.